Hallo ihr Lieben, auf geht's in ein neues Video, heute mit einem Aufgebraucht-Video. Mein Name ist Heike, ich liebe Make-up, ich liebe Konsistenzen, ich liebe die Kreativität, die damit verbunden ist, ich liebe Farben und ich liebe den Austausch natürlich darüber. Und ja, und in diesem Video soll es einfach darum gehen, dass ich das, was ich so konsumiert habe, aufbrauche, beziehungsweise euch zeige, was ich aufgebraucht habe. Ich persönlich, ich liebe Aufbrauchen. Warum liebe ich das? Weil ich einfach finde, dass es das Produkt, wo ich viel Geld reingesteckt habe, vielleicht auch die Wertschätzung verdient, es aufzubrauchen. Weil letztlich ist es ja etwas, wofür ich mich mal entschieden habe. Und das habe ich ja auch irgendwo ganz bewusst hoffentlich entschieden. Und ja, und deshalb gucke ich da immer sehr gerne drauf. Und ich hoffe auch immer jeden Monat, dass ich viele Dinge aufbrauche, weil ich einfach gerne nutze, was ich habe. Und ich finde es einfach so eine, ja, so unnötig, dass man Dinge hat, die man nicht nutzt oder so. Das finde ich so fürchterlich. Ja, mir geht es halt echt immer ums Aufbrauchen, auch bei dekorativer Kosmetik, ja. Also ich bin nicht so der Fan, dass ich halt nur horte und sammle, sondern ich möchte es benutzen und ja, weil sonst habe ich persönlich davon nichts. Aber so viel meine Meinung. Wie gesagt, in diesem Video seht ihr das, was ich aufgebraucht habe. Das ist jede Menge. Bleibt auf jeden Fall dran. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Format hier gefällt, damit ich später auch weiß, ob euch dieses Videoformat gefallen hat. Und ansonsten, auf geht's in dieses Video. Diese Duschseife hatte ich leer gemacht und ich muss sagen, ich fand die richtig, richtig gut. Die hat auf jeden Fall gut gepflegt und wie gesagt, die kam als festes Seifenstück und ja, ich fand, die hat einen sehr guten Job gemacht. Ich habe mir die auch tatsächlich schon häufiger mal nachgekauft. Die hat auch, finde ich, ganz gute Inhaltsstoffe, wie ihr sehen könnt. Und ja, das hat mich tatsächlich überzeugt. Wobei ich hier gerade sehe, das Seifensäckchen kommt tatsächlich aus China. Naja, gut, okay. Naja, aber der Rest, wie gesagt, den fand ich ganz gut. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das war, wie gesagt, ohne Parfüm, vegan, natürliche Inhaltsstoffe überwiegend. Und ja, wie gesagt, ich finde die Marke eigentlich ganz interessant. Ich hatte davon auch, glaube ich, mal Zahnseide mir geholt. Ja, also wenn man da mal in die feste Seifenrichtung oder Duschgelrichtung schauen möchte, dann finde ich es Out of Freaks ganz gut. Dann hatte ich hier leer gemacht dieses, ja, diese Body Lotion. Und die fand ich wirklich ganz gut. Und Garnier ist ja mittlerweile auch tierversuchsfrei, soweit ich gehört habe. Und ja, die Formulierung ist ganz gut. Also bei trockener Haut auf jeden Fall. Sie tut ihren Job wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, pflegt und wie gesagt, man hat sehr, sehr lange was davon. Da ist echt ordentlich was drin. 400 Milliliter sind hier drin, also Wahnsinn. Auch hier vegan. Ja, na, also von daher, das ist eigentlich ein ganz gutes Produkt gewesen, wie gesagt. Und muss mal gucken, ich habe jetzt hier nur die Umverpackung von Bee Drop, die Bee Cream. Die hatte ich auch wieder leer gemacht. Ihr habt ja im letzten Teil, sage ich mal, wo ich aufgebraucht habe, die hier schon gesehen. Und das ist hier mit Bienengift. Diese, also diese Creme, es ist eine Creme. Ich gucke gleich mal, ich müsste sie auch hier haben. Dann zeige ich euch die nochmal so von innen, wie das so Pi mal Daumen aussieht. Auf jeden Fall die Creme fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Würde ich mir die nochmal nachkaufen? Ich weiß es nicht, weil die ist doch ganz schön, ja, die ist schon ganz schön preisintensiv. Ich gucke mal eben nach. Das ist diese Bee Creme, so sieht die quasi aus. Das andere war ja nur die Umverpackung. Ihr seht, ich habe das gut aufgebraucht und ich bin da sehr zufrieden und stolz auf mich, dass ich sie aufgebraucht habe. Und wie gesagt, die ist halt auch wirklich, wirklich gut. Ja, die ist wirklich super. Die ist wirklich gut. Also ich mag die und ich würde sie mir wahrscheinlich auch nachkaufen. Aber ich weiß es noch nicht, weil wie gesagt, preislich war die ja schon etwas intensiver. Und naja, das muss man sich dann gut überlegen, ob man dann sich so ein preisintensiveres Produkt halt auch kaufen will, ne? Dann habe ich von Revolution den Eye Bright Corrector von Light to Medium aufgebraucht. Dieses Döschen hier, unglaublich, oder? Dass ich das mal aufbrauchen werde, hätte ich gar nicht so sehr gedacht. Aber ich habe es halt auch jeden Tag benutzt. Ne? Und ich sage ja immer wieder, was man jeden Tag benutzt, kann man halt auch leer bekommen. Ne? Ja, freue mich drüber. Das Produkt war auch wirklich grundsolide, würde ich sagen. Ihr seht, es ist gut aufgebraucht. Und ja, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so ein Pöttchen sucht zum Aufhellen unter den Augen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist halt sehr, sehr cremig. Ne? Es betont wirklich die, die Falten, die man hat. Das muss man einfach so sagen. Bei diesen Pöttchen, finde ich, habe ich immer das Gefühl, dass das Ganze etwas
cremiger ist. Und durch diese Cremigkeit betont es halt auch oft die Fältchen. Aber gut, aber vom Ergebnis und so weiter, gerade wenn man sehr dunkle Augenschatten hat, ist das echt ein tolles Produkt gewesen. Außerdem habe ich hier von Mixa diese Urea Cica Repair Plus Creme aufgebraucht und der Geruch ist irgendwie so, naja, ne? Aber der Rest ist ganz toll. Also das mit 10% Urea und Niacinamiden und diese Creme ist super. Also wenn ihr wirklich auch so juckende Hautstellen habt oder sowas oder wirklich super trockene Haut, die ist jetzt wirklich, ihr seht, die ist wirklich leer, dann kann ich euch die wirklich wärmstens empfehlen, weil die macht wirklich einen tollen Job. Ganz, ganz großartig. Würde ich mir die nachkaufen? Ja, tendenziell auf jeden Fall. Und ich wusste jetzt, wie gesagt, nur gar nicht mehr, ist das tierversuchsfrei oder nicht. Weil ich habe die damals gekauft, weil ich hatte wirklich, wirklich juckende Hautstellen. Und ich habe gedacht, gut, komm, Urea 10%, das ist ja mehr als 5%, nimmst du dir mit. Und es war auch wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Isana diese Kosmetikstäbchen leer gemacht. Ihr wisst ja, die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich finde die einfach total gut. Also, die sind einfach super, ne? Also, gerade wenn ihr euch schminkt, dann sind die klasse, weil diese Form halt so super gut ist. Also, ihr habt eine dickere Form und hier diese dünnere. Und damit kommt ihr halt auch in den vorderen Bereich des Auges hinein. Und da, wo die Tränenflüssigkeit rauskommt, das ist echt ganz gut. Gerade wenn man irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein bisschen Lidschatten ins Auge gekommen ist oder. Ja, genau. Und die dickere Seite, die nutze ich halt ganz gerne, wenn ich mal irgendwie gepatzt habe oder. Wie auch immer. Also ich finde die Dinger wirklich toll. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich kaufe mir die immer wieder nach. Das ist für euch hier keine neue Information, hoffe ich. Außerdem mal wieder aufgebraucht dieses Superfloss, also quasi Zahnseide, die ein bisschen mehr, ja, die so ein bisschen mehr Grip hat. Ich mag die wirklich super gerne und kann euch das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr da, wie ich immer sage, steht sogar hier drauf, ideal für Zahnspangenbrücken und große Zahnzwischenräume. Ja, ganz, ganz toll. Hat mir mal mein Zahnarzt empfohlen und seitdem, ja, kaufe ich mir auch das immer wieder nach. Genau. Bisher habe ich auch nichts Besseres tatsächlich gefunden. Also gerade wenn ihr größere Zwischenräume habt oder sowas. Genau. Ja, und dann, keine Überraschung, ich zeige euch das nachher im gesamten Bild, habe ich natürlich wie immer von Isana diesen Augen-Make-up-Entferner leer gemacht und der ist ölhaltig und den liebe ich, weil ihr wisst ja, ich benutze immer wasserfeste Mascara. Und um die dann runterzukriegen, benutze ich natürlich wasserfestes Augen-Make-up-Entferner-Zeug, wie das hier. Und das ist für mich, wie ihr schon lange, lange wisst, das allerallerbeste Zeug, weil es einfach wirklich alles entfernt, was da weg muss. Und also wirklich tolles Produkt und es ist einfach genial. Also wie gesagt, ich kaufe es mir immer wieder nach. Auch das ist für euch keine neue Information. Das hier hatte ich mir aufgehoben als Erinnerung, dass ich mal wieder ja Seife aufgebraucht habe, die ich immer für meine Pinselreinigung benutze. Ne? Ich kaufe ja bei Andrea immer ihre Pinselseife und ja, das ist für mich der Erinnerungscheck. Ja, ich habe wieder Pinselseife aufgebraucht und ja, ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr da irgendwie mehr Informationen haben wollt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Hier habe ich das nächste Produkt und zwar von Dove, dieses Zero, also 0% Aluminiumsalze mit Zinkkomplex, ganz toll, finde ich super. Ja, das ist wie gesagt ohne Aluminium und ihr wisst ja, was Aluminium im Körper so machen kann, deshalb ich bin da ein Fan von, dass ich immer darauf achte, wenn ich mir schon so ein Deo mal hole, weil ihr wisst ja, ich nehme ja auch Deo-Cremes, aber wenn ich mir so ein Deo-Spray hole, dann muss halt wenigstens das Ganze frei sein von Aluminiumsalzen. Das ist das Mindeste, ja, das ist das Allermindeste. Ich habe unter anderem ein Parfum leer gemacht. Ich kaufe mir aktuell auch nichts weiter nach an Parfüm. Das ist hier so eine kleinere Größe gewesen und zwar von Mercedes-Benz Woman. Das hatte ich mal in irgendeinem Adventskalender drinne. Und ich muss sagen, dieser Duft war toll. Sehr warm vom Duft her. Warm und sinnlich. Ja, so würde ich ihn beschreiben. Ganz tolles Teil hier. Gibt es auch häufiger mal Richtung Weihnachten. Steht auch häufig dann in Douglas-Regalen. Aber wie gesagt, aktuell kaufe ich da auch nichts bei Douglas, weil, wie ihr vielleicht, weiß ich gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe, aber bei Douglas gibt es halt sehr wenig, gerade Parfums, die dann halt auch tierversuchsfrei sind. Deshalb. Ich brauche gerade einfach nur noch auf, was ich da habe. Nachkaufen würde ich das hier, auch wenn der Duft toll war.
leider dann eben auch nicht, ne? Ja, so ist das. Man muss da auch manchmal etwas mehr Konsequenz zeigen. Ja. Dann hatte ich hier von Make-up Obsession diesen Mega-Concealer leer gemacht. Und was soll ich euch sagen? Ich fand den wirklich gut. Der sieht irgendwie voll aus, aber der ist nicht mehr voll. Das täuscht. Das ist eine optische Täuschung. Ja, das ist wirklich eine optische Täuschung. Also den fand ich wirklich gut. Der war recht deckend. Und ja, und der hat lange, lange, lange gehalten. Ich habe gedacht, ich kriege den gar nicht leer. Aber tatsächlich, irgendwann habe ich ihn dann doch leer gekriegt. Das hatte ich mir damals bei Cosmetic for Less bestellt. Und ja, wollte den halt mal ausprobieren. Der war auch reduziert und ich fand den gut. Aber nachkaufen würde ich mir, glaube ich, nicht, weil der mir dann tatsächlich zu deckend war. Also deckend geht, ja, gerade wenn man vielleicht mal so ein Pickelchen abdecken will. Aber unter den Augen finde ich es dann doch ein Tick too much, ja, weil ihr wisst ja, ich benutze ja Corrector und das in der Kombination ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich hier von, ja, von Charlotte Tilbury den Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara leer gemacht, beziehungsweise der ist sowas von trocken geworden. Den hatte ich ja mal netterweise geschenkt bekommen, um ihn auszuprobieren. Aha, da seht ihr das. Also das ist so der Bürstenkopf. Und damit konnte ich ganz gut die unteren Wimpern tuschen, die oberen, naja, ihr wisst ja, ich brauche wasserfeste Mascara, sonst hält es den Schwung einfach nicht. Ja, also wie gesagt, das Produkt ist okay. Ich denke, wenn man nicht so komplizierte Wimpern hat, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Produkt. Aber für mich ist es definitiv nichts, was ich mir da irgendwie nachkaufen würde oder empfehlen würde. Es war aber ganz gut, es einfach mal auszuprobieren. Dafür sind so kleinere Produkte, finde ich, auch immer mal ganz gut. Aber sonst, nein, danke. Dann habe ich ein Produkt, das ist mir runtergefallen und ich kann es nicht mehr benutzen. Das ist von Essence. Ja, hier, schaut her, das ist von Essence. Das ist der Harlequin, ja, eine Colored Mascara in der Farbe Purple. Da ist es, die Farbe. Es ist ein wunderschöner Farbton, aber das ist mir so runtergefallen. Ich zeige euch das auch gerne mal. Also, so sieht das dann aus im Inneren. Also nicht so schön. Und hier hängt halt alles dran. Also das ist so ein bisschen bäh. Ja, und das ist mir halt echt zerbrochen, weil es runtergefallen ist. Fürchterlich. Die Mascara selber war in Ordnung. Ja, die hat auch wirklich einen Effekt gemacht. Also am unteren Wimpernkranz habe ich das ja benutzt. Aber die Textur, ehrlich gesagt, die könnte mir persönlich ein bisschen, ja, dicker sein. Weil bis ich da einen Effekt erzielt hatte, das hat gedauert, ne? Ja, jetzt ist er irgendwie kaputt und ja, die wandert quasi aus dem Ganzen hier raus, weil das werde ich nicht mehr benutzen, ne? Weil, ja, genau. Dann habe ich von Glam Shop etwas leer gemacht und zwar das hier. Das ist ein, ja, das ist ein Eye Pencil. Ich habe jetzt mal diese Farbe genommen, aber ich habe so viele Eye Pencil von Glam Shop und ich sag's euch, es ist einfach, ups, es ist einfach ultra trocken geworden, diese Farbe hier. Und ich kann damit nichts mehr anfangen. Es ist echt noch viel Produkt da, aber es ist ultra, ultra trocken. Also auch hier, wenn ich, naja, und ihr seht ja, das ist, das funktioniert nicht so gut, weil dann kommt entweder die halbe Mine raus, nicht? So. Und ihr seht nichts. 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 Es ist einfach nur ein bisschen nervig. Also von daher, das Produkt darf gehen, leider. Und deshalb ist es so wichtig, dass man seine Sachen wirklich benutzt und diese wertschätzt, ja, und die immer wieder hervorholt, weil sonst kann man das Zeug irgendwann tatsächlich auch vergessen. Deshalb immer wieder eine Erinnerung an euch. Schaut hin, auch bei dekorativer Kosmetik, was davon funktioniert noch, was nicht, was schimmelt vielleicht oder. Wie auch immer, ne? Schaut da auf jeden Fall gut hin, weil das ist so wichtig, weil ihr klatscht euch das gegebenenfalls ans empfindliche Auge oder an die Lippe. Und das ist hygienisch halt auch nicht so schön, ne? Genau. Naja, dann habe ich noch ein Produkt, das ist von Essence und zwar, Gott, man sieht das gar nicht mehr so genau, ne? Das ist auch ein Concealer aus der Stay Natural, oh Gott, Natural Reihe gewesen. Und das Ding habe ich jetzt aufgebraucht, beziehungsweise es ist einfach auch recht alt, ne? Aber das Produkt war soweit okay. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch. Ja, ich glaube, ich würde sogar noch was rauskriegen. Aber ich habe mich entschieden, das jetzt auszusortieren, weil es ist schon so alt. Ich habe es zwar immer wieder mit benutzt, aber
Es fliegt einfach, weil es halt wirklich alt ist. Und ja, da bin ich einfach ein bisschen vorsorglich. Manche Produkte muss man einfach dann ausmisten. Ich glaube, dieses Produkt gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich noch was leer gemacht von Essence, ebenfalls von Essence. Und zwar diesen Make Me Brow, diese Gel Mascara. Die mag ich wirklich sehr gerne. Macht wirklich ein schönes Ergebnis, natürliches Ergebnis. Und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Kaufe ich auch immer gerne nach. Wie gesagt, ist halt auch tierversuchsfrei und so und macht wirklich ein gutes Ergebnis. Und deshalb kann ich das auch wirklich wärmstens empfehlen. Und dann muss ich mal schauen. Ich habe hier noch Zahnseide leer gemacht von Procodent, also sprich von der Eigenmarke von Rossmann. Das ist die Sensitive-Variante und das ist leer. Benutze ich sehr gerne, finde ich wirklich gut. Und preislich ist es halt auch sehr günstig. Aber man kauft natürlich hier auch Plastik. Ne? Das ist halt, ja. Gibt bestimmt auch noch bessere Alternativen. Wie gesagt, hier von dieser Marke, die ich euch gezeigt habe, hier von Outer Freaks, gibt es auch noch Zahnseide. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Und die hat halt weniger Plastikanteil. Ne? Das, ja, mal gucken. Ich schaue noch mal mich um nach anderen Alternativen. Ja, und dann haben wir noch, ach ja, seht ihr, ich habe noch etwas in meinem Beutelchen entdeckt. Und zwar habe ich hier noch eine Oral-B. Ein Bürstenkopf, genau. Auch da denkt dran, das regelmäßig zu entsorgen. Also da bin ich wirklich spitzenmäßig drin. Also ich entsorge das wirklich sehr regelmäßig. Ich habe ja noch Bambuszahnbürsten und wie gesagt, Oral-B benutze ich halt zusätzlich immer noch, benutze ich aber tatsächlich nur abends noch zusätzlich. Und das sieht halt auch von der Farbe so ein bisschen so aus, weil ich halt mit Kurkuma, also ich habe so ein Zahnpulver, was mit Kurkuma angereichert ist und dementsprechend sieht das halt immer so ein bisschen gelblich dann aus. Ist aber, finde ich, ganz gut. Und dann habe ich hier noch etwas, da habe ich aber nur die Hälfte der Verpackung. Seht es mir nach, aber ihr wisst ja, ich blende das meiste, was ich finde, ja sowieso hier auch noch ein. Und das ist hier von Pediprotect, diese Gesichtssonnencreme. Ja, also auch da, es sieht nicht mehr so schön innen drin aus, aber es ist aufgebraucht für mich. Und die mag ich super, super gerne. Also wenn ihr eine Sonnencreme sucht, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Ich finde das Produkt super, super gut. Kaufe ich auch gerne nach und spendet echt gut Feuchtigkeit und ist halt auch so, dass es keine Irritation hervorruft oder sowas, ne? Genau. Ein schönes Produkt. Wie gesagt, ihr wisst, ich kaufe auch das immer wieder gerne nach. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch ein Produkt, das möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Das ist hier von Schwarzkopf, das Perfect Mousse. Oh mein Gott, es passt hier nicht in die Kamera. Hello. Naja, ihr seht es. Ich blende es euch auf jeden Fall gleich nochmal ein. Das ist die Farbe helle Schokobraun. Kaufe ich mir auch immer wieder gerne nach. Ich mag die Farbe und ja, bei mir schaut es natürlich ein bisschen dunkler dann auch aus, aber ich finde die Farbe trotzdem ganz toll und ja, ist die Marke Schwarzkopf. Okay, da könnte man sich jetzt auch noch drüber streiten, aber ich mag das Produkt tatsächlich sehr gerne. Ja. Weil das von der Farbe und vom Effekt und vom Auftrag halt sehr unkompliziert ist. Ja, meine Lieben, ich gucke noch mal. Aber so wie es ausschaut, habe ich tatsächlich nichts mehr, was ich euch zeigen kann. Also ich habe doch einiges aufgebraucht. Ich blende euch gleich noch mal ein Bild ein. Da seht ihr noch mal wirklich alles im Detail. Und ansonsten, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, ein wenig in eure Sachen zu gucken und zu sagen, okay, das ein oder andere Produkt wird noch mal mehr rausgekramt und benutzt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Video. Wie gesagt, ich finde, ich habe nicht ganz so viel aufgebraucht wie letzten Monat, aber hey, nicht jeder Monat kann gleich sein. Das ist auch gut so. Aber es erinnert mich halt immer, wenn ich diese Videos drehe, daran, dass es einfach so viel gibt, sich bewusst zu machen, was habe ich denn da in der Hand gehabt, was habe ich aufgebraucht, wo habe ich den Fokus drauf gerichtet und so weiter. Ich liebe das, ich finde das so großartig. Also auch hier wieder ein freundlicher Erinnerungsreminder an euch. Nutzt, was ihr habt, schaut nochmal drauf, was steht vielleicht schon Ewigkeiten im Badezimmer, was ihr nicht benutzt habt oder ja, oder auch dekorative Kosmetik, die vielleicht da ist, die ihr vielleicht ewig nicht angeschaut habt, warum auch immer. Schaut nochmal drauf, guckt nochmal, wie ist die Konsistenz, ist es noch gut und benutzt, was ihr habt, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine ausgedrückte Form von Liebe. Und ja, aber das ist meine Version, wie gesagt. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Video wieder einen Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht schon längst getan habt, abonniert mich super gerne, würde ich mich total freuen.
Und wenn ihr wirklich nichts hier auf diesem Kanal verpassen wollt, weil es gibt hier nicht nur Aufgebraucht-Videos, ihr wisst es, wer mich schon länger kennt, weiß das. Hier bleibt es auf jeden Fall immer spannend. Ich möchte hier immer einen guten Mix schaffen, dass es halt auch spannend bleibt. Und ja, und wenn ihr mich bereits abonniert habt, dann aktiviert auf jeden Fall noch gerne diese Glocke hier, weil damit zeigt ihr quasi diesem Algorithmus oder vielleicht auch mir ein Stück weit, dass ihr wirklich jedes Video angezeigt bekommen wollt, damit ihr wirklich auch nichts verpasst. Ich persönlich mache das immer, wenn ich Leuten folge, dann ist es so, dass ich immer die Glocke aktiviere, damit ich halt wirklich nichts verpasse. Weil ganz ehrlich, man hat so viele Leute, die man mag, die man gerne schaut. Und dann ist es umso angenehmer, wenn man da einmal die Glocke gesetzt hat und dann verpasst man halt nichts. Ja, meine Lieben, passt gut auf euch auf, verbringt einen wunderschönen, hoffentlich einen wunderschönen Sonntag. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall spätestens in einer Woche wieder. Ich habe ehrlich gesagt zum heutigen Tag noch keine Ahnung, was ich nächste Woche euch zeige. Vielleicht mache ich wieder im Community-Tab, schaut doch gerne mal vorbei. Ich zeige euch immer mal so ein paar Bilder oder so. Und Abstimmung mache ich da auch ganz gerne rein. Und da zeige ich euch vielleicht auch noch mal eine Abstimmung zum Thema, welches Video soll als nächstes kommen. Und das drehe ich dann als nächstes. Also bleibt auf jeden Fall immer gut bei euch, das ist wichtig. Bleibt natürlich auch, wenn ihr könnt, gesund. Und ja, wir sehen uns